So, Rouge gerettet. Und ich mache dann, oh Gott, aber super, 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 Gloss, nicht auf den Lippen. Hallo ihr Süßen, heute werden wir uns einen schönen, natürlichen Teint schminken, der super, super, super lange hält. Ich habe drei Hacks rausgesucht, die ich hier vereinen möchte. Den einen Hack habe ich gerade erst entdeckt, das hat was mit Gloss zu tun. Das sieht aus wie echte Haut. Das fand ich super spannend. Und die andere Technik, die mit Fixing Spray zu tun hat, habe ich gerade für mich entdeckt. Da geht es um Haltbarkeit. Und der dritte Hack hat mit Rouge zu tun. Da möchte ich euch einfach zeigen, wie man einen wunderschönen, natürlichen Rouge ins Gesicht zaubert. Die Sachen, die ich mir schon aufgebaut habe, die seht ihr jetzt noch nicht. Die könntet ihr alle zu Hause haben. Es sind keine außergewöhnlichen Sachen. Wie immer, bevor es losgeht, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. So helft ihr diesem kleinen Kanal zu wachsen und zu gedeihen. Und jetzt geht's endlich los. Die erste Technik, die ich euch zeigen möchte, die für Haltbarkeit sorgt, die hat garantiert schon mal jemand gemacht und auf YouTube präsentiert. Ich sage jetzt nicht, dass ich die Erste bin und dass ich da ein Patent drauf habe. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich Primer durch Fixing Spray ersetze, dass die Schichten doch etwas dünner sind. Vielleicht auch eine schöne Technik für den Sommer, weil man dann einfach nicht so viel aufbauen muss. Und man hat hier dann auch Sonnencreme drunter, die auch ein bisschen dicker ist einfach. Nehmt einfach irgendein Fixing Spray, was ihr zu Hause habt. Ich habe mir jetzt gerade neu das Matte Finish Fixing Spray von NYX gekauft. Das finde ich sehr, sehr gut. Ihr seht, ich habe richtig viel aufgetragen. Also darf wirklich so ein feuchter Film auf der Haut sein. Und jetzt will ich gar nicht so lange weiterreden, weil ich möchte diesen Film ausnutzen und gebe auf diese feuchte Stelle Concealer. Ich habe das jetzt ausprobiert. Das kann man auch mit Foundation machen, also mit eurem Produkt, mit dem ihr eure Haut abdeckt. Bevor ich dann mit dem feuchten Schwämmchen rangehe, verteile ich es nochmal grob mit den Händen. Und das fühlt sich auch ehrlich gesagt erstmal komisch an, weil das Fixing Spray halt so ein bisschen auf der Haut noch drauf ist und alles sich verbinden muss. Und ich persönlich glaube, dass das dann so gut hält später, ist einfach, dass die Körperwärme jetzt alles so ein bisschen zusammen meldet. Das lässt sich dann auch super gut verteilen. Also keine Sorge, dass jetzt irgendwie sich Sachen trennen. Das fand ich irgendwie auch total außergewöhnlich, dass sich das dann trotzdem so gut verblenden ließ. Das geht wahrscheinlich nicht mit jeder Foundation und mit jedem Concealer. Bei einem Primer muss ich immer ein bisschen warten, bis der angekommen ist auf der Haut. Sonst trennt sich das bei mir. Und diese Technik, ich kann eigentlich sofort loslegen. Und ich habe das Gefühl, jetzt verbindet sich alles. Und ihr seht, das ging jetzt super fix. Und ihr habt einen schönen Teint, der wirklich lange hält. Also das ist das, was mich so überzeugt hat. Was mich auch überzeugt hat, dass es einfach ein wahnsinnig natürliches Finish hat. Ihr seht, das sieht wirklich, 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 wirklich natürlich aus. Jetzt trage ich noch einen Creme Rouge auf und der ist Teil 1 eines Hacks oder einer Technik oder egal wie man es nennen möchte, die ich gerade am Ausbauen bin. Also das mache ich schon häufiger, dass ich einen Creme Rouge erst auftrage und später dann, das machen wir fast ganz am Ende, einen Puder Rouge. Ich setze den Rouge generell immer ein bisschen höher, also sehr hoch. Jetzt habe ich nicht meinen Lieblingspinsel gefunden, aber der muss reichen, den ich hier habe. Also einen dicht gebundenen Pinsel mit kurzen Haaren. Warum das jetzt immer hier so reflektiert und schimmert, ist, dass das Produkt, das ich benutze, ich könnte es auch mal nennen, das ist der Trended Up Multistick Cheek, Lip und Eye. Farbe kann ich nicht mehr sehen, 030 glaube ich. Das ist ein hellerer Farbton, das ist auch für mich persönlich wichtig. Bei dem Rouge, den ich machen möchte, der Farbton darf ein bisschen zarter, ein bisschen heller, ein bisschen weicher sein, weil ich den relativ großzügig, ich muss mal meinen Pinsel. Okay, so, Rouge gerettet. Und den möchte ich nämlich relativ großzügig auftragen. Und ihr seht, ich gebe den so relativ in tupfender Weise drauf. Was ich, glaube ich, nie möchte, ich möchte hier nie zu tief gehen. Und ich mache dann, oh Gott, so mache ich eigentlich nie. Ich lächle dann und gebe dann hier auch noch so ein bisschen was davon, von dem Rouge drauf. Und ihr seht, also das Produkt ist an sich mega cool. Lässt sich einmalig leicht verblenden, schafft einen schönen Glow, weil es diese Schimmerpartikel hat, die unheimlich fein sind. Ist aber auch sehr natürlich bisher, ne? Also man sieht es nur im Direktvergleich. Ich muss mal hier dieses Licht wegmachen. Hier ist es ein bisschen langweilig und hier ist halt was los. Und dadurch, dass da Schimmerpartikel drin sind, schafft es einen schönen Glow. Intensität schaffen wir dann mit dem zweiten Rouge, den wir am Ende auftragen werden. Warum ich das alles so mache, erkläre ich dann vielleicht dann nochmal, wenn es erklärungsbedürftig ist. Genau. Wie gesagt, sehr großzügig, so ein Balken. Von der Orientierung her, guckt einfach, wo euer Wangenknochen ist. Mit der Farbe könnt ihr nicht viel falsch machen, weil diese natürlich ist. Gerade sitzen. Und dann so ein bisschen lächeln, wie so eine Irre.
und das dann auch noch da drauf geben. Und ich gehe ehrlich gesagt ganz gerne auch so in den Schläfenbereich hier so rein. Was euch vielleicht aufgefallen ist, warum ich jetzt meine Augenschatten nicht weggeschminkt habe. Ich bin ja gar nicht mit dem Concealer in den Bereich gegangen, nur so ein bisschen, weil ich gerade so ein bisschen diesem Trend folge, auf Concealer unter dem Auge zu verzichten, weil das natürlicher ist. Was wollte ich sagen? Was ich dann nochmal gerne mache, ist nochmal mit Fixie-Spray die Brille zu gehen. Übrigens, dieser Zerstäuber ist mega. Der nächste Schritt ist vielleicht ein bisschen komisch, weil wir haben ja schon Fixing Spray drauf gemacht. Warum sollen wir jetzt noch Puder drauf machen? Ich mache Puder noch drauf, aber super, 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 super dünn. Einfach für die Haltbarkeit. Ich möchte morgens rausgehen und abends ungefähr auch so nach Hause kommen. Hier benutze ich ein Puder von NYX mal wieder. Das HD Studio Photogenic Finishing Powder. Das macht auch ein schönes Geräusch. Und gehe dann vor allem in die T-Zone, tupfe das so drauf. Das kaschiert natürlich auch so ein bisschen die Fältchen. Gehe auch noch so ein bisschen hier rein, also ich mache im Grunde die T-Zone. Den Glow, den ich hier habe, möchte ich ja größtenteils erhalten, deswegen gehe ich nur ganz vorsichtig. Also ich gehe ganz ans Ende des Pinsels und tupfe das da so vorsichtig drauf. Ihr seht, der Glow ist noch erhalten und trotzdem ist es ein bisschen abmattiert. Ab jetzt werde ich ein bisschen merkwürdig aussehen, weil ich gehöre zu den Menschen, die Panda-Augen haben, unabhängig davon, welche Mascara ich benutze. Ich gebe extrem viel Puder aufs Unterlid. Und das ist der Grund, warum wir jetzt auch noch keinen Puderrouge aufgetragen haben, weil das verträgt sich nicht. Ich mache heute kein Contouring, aber dafür Bronzer. Contouring erscheint mir doch immer ein bisschen komplizierter als Bronzer. Bronzer ist einfach cool, weil man sonnengebräunt aussieht, ohne in der Sonne sein zu müssen, weil wir wollen uns alle aus der Sonne fernhalten, weil Sonne dafür sorgt, dass die Haut altert. Und wir sollen natürlich alle ein SFP von 50 auftragen, ganz wichtig, um unsere Haut zu schützen. Nicht nur aus Schönheitsgründen, sondern auch einfach aus Gesundheitsgründen. So, jetzt habe ich den Mummy Mode wieder ausgemacht. Das ist das Fresh Bronzer Powder von Hyperallergenic. Das ist auch das Schöne, dass man bei Bronzer jetzt ja gar nicht so großartig irgendwie gezielt, genau oder irgendwas arbeiten muss. Ich gehe damit natürlich auch in den Rouge-Bereich rein. Das ist übrigens die Double Act Mascara von Primark. Das ist der Dupe zu der Telescope Mascara von Maybelline, die ja so gut sein soll. Ich habe die schon mal gereviewt. Das Video findet ihr hier. Ich mache jetzt einfach schon mal alles so, was ich sonst machen würde, während das hier baked. Und zu einem schönen Ton mache ich ganz oft wirklich nur die Wimpern und so ein bisschen, nicht Lippenstift, sondern Lip-Tint auf die Lippen. Das ist auch eines meiner Lieblingsprodukte. Gerade das benutze ich jeden Tag. Das ist der Essence Water Tint. Und der schafft einfach auf super natürliche Art und Weise, dass meine Lippen einfach frisch und gesund aussehen. Es sieht einfach smoother aus und es hört sich auch smooth an. Auf dem Handy ist auch was gelandet. Hauptsache nicht auf dem Gesicht. Kommen wir nun zu dem Puderrouge, dem Teil 2 des Rouges, den ich euch versprochen habe. Das tupfe ich dann wieder da auf, wo ich meinen Rouge immer auftragen würde. Relativ hoch. Ich gehe gerne hier dann auch so rein. Mach ein komisches Gesicht. Dadurch, dass ich eine Grundlage geschaffen habe mit dem Creme Rouge, finde ich, sieht einfach dieser Rouge viel natürlicher aus. Also ihr seht hier, das ist meine Rouge-Basis. Die ist super natürlich, das kann man auch nur so lassen. Und der Puder Rouge on top macht es einfach so deep. Es kommt ein Hack, den habe ich auf TikTok gesehen. Und zwar Gloss, nicht auf den Lippen, sondern im Gesicht. Ich habe hier kein besonderes Produkt rausgesucht, sondern, ach, das ist übrigens die Sugar and Spice, so heißt sie, ne? Genau, Sugar and Spice Rouge Palette, die ich benutze. Das ist jetzt einfach irgendein Gloss, den ich hier benutze. Und den gebe ich mir auf den Handrücken und vom Handrücken dann auf den höchsten Punkt des Wangenknochens. Und dann nehme ich den Beauty Blender und verteile das einfach wirklich großzügig. Und ihr seht, es entsteht kein Highlighter, sondern ein Dewy-Look. Gehe jetzt nochmal mit dem Schwämmchen ins Gloss und gehe sanfter über die Haut. Das sieht so natürlich aus. Ich glaube, das ist ein Trend. Viele Trends sind ja Quatsch und ich denke immer so, warum? Aber das hier mit dem Gloss, es sieht aus wie echte Haut. Was ihr natürlich wissen müsst, dass wenn man jetzt Gloss on top drauf gibt, der Rouge wieder so ein bisschen abgenommen wird, der landet dann hier. Ich gehe noch mit dem Rouge drüber. Den drüber und dann kommt ihr schon irgendwann an einen Punkt, der das ist, was ihr wollt. Super natürlich, schön shimmery. Und hier ist es halt abgestaubter. Nochmal im Schnelldurchlauf. Gloss auf den Handrücken, Gloss auf die Finger, dann auf den höchsten Punkt des Wangenknochens. Dann noch ein bisschen aufs Schwämmchen und dann mutig verblenden. Kann man natürlich auch ein bisschen Gloss noch, ich meine, auf die Lippen geben.
Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Thumbs Up. Hier geht es gleich weiter mit Make-up Reviews und mit Make-up Basics. Und jetzt sage ich einfach bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss.